Andren versus Maiev. None can escape my fury. My hammer burns with holy fire. Unser erster Schurke, auf den wir treffen. I've got balls of steel. Wow, es wird immer mehr. Vielen Dank, Katie, für den 41. Sub in Folge, Mann. Dankeschön. Side effects? No. Trust me. Perfekt. Perfekt. Für die Curve. Tja, tut mir leid, aber es sind wohl mehr als 5, ne? Mein Breaker ist relativ gut hier. You brought me back. Oh man, Summon of Kalimas ist eigentlich noch viel besser. Egal. Ich muss mich glücklich schätzen, dass ich hier Taunt und Divine Shield krieg. Es lohnt sich nicht auf den Summon of Kalimos, weil er macht ihn mit der Banshee weg. Und dann habe ich ein Problem. Alter. A tactical error. Hier gefällt mir ja gar nicht. Melt away. Mit etwas Glück macht er jetzt den Burglebully nicht weg. Manchmal weiß ich auch nicht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir die Bombe gerade perfekt genug eingesetzt haben, weil ansonsten hätten wir mit dem Skeleton richtig Probleme bekommen. Holy moly. Ja, Pro-Gamer, was ist da los? Gerade schon deinen Kommentar gesehen. Und das können wir jetzt auch noch Divine Shielden, ey. So, wir können hier Face gehen, wir können eh nicht das komplette Board clearen. Wenn wir das komplette Board nicht clearen können, können wir Face gehen. Ah, Exhaven, grüß dich. Okay, Freeze ist nicht schlimm. Boah, es wird eine geile Consecration. Oh!
Oh mein Gott, ist er doof! Naja, eigentlich ist er nicht doof. Nein, eigentlich ist er nicht doof. Never mind. Sorry, das war falsch von mir. Naja, ist schon okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich spiele hier gar keine Consecration, wenn ich ehrlich bin. Options, options. Oder? Nee, ich glaube, ich spiele hier keine Consecration. Just too easy. This is my responsibility. Da ist ja schon wieder der Light Lord. Ich glaube, das ist die Light Lord Arena, Leute. Das ist die Light Lord Arena, ohne dass ich Light Lord überhaupt besitze. Flames consume you. Das ist okay. Alter. Brothers, heed my call. Battle. This is my nice. Ja, Seven of Kalibus zeigt zu 100%. Aber das stimmt nicht. Pro Gamer, mein Lieber, du hast dein Wort gehalten. Vielen Dank für deinen Sub, Mann. Danke dir. Oh, guck mal an. Er auch. Sachen gibt's. Wir können gleich noch einen Yasharaj als Verzweiflungsakt legen. Oh, der kleine Aphos. Süß. Wisst ihr, was ich mit dem kleinen Aphos mache? Oh ne, warte mal. Haben wir Lethal? 2, 3, 7... 10, 14, Consecration ist 1 mit der Waffe. Ne, nochmal. 3, 7, 10, 14, Waffe, Lethal. Okay. Ja, schade, ich hätte jetzt Aphos gerne gesilenced. Muss dann aber sagen. Nö. This is my response. Battle! An enemy, to be sure. Ihr denkt, er bekommt einen Lightlord, ja? Ich sag, er ist tot. Amazing. Wir haben die Waffe bis zum Schluss gekeept. Und das war's dann. Oh weia. Leadrin! Oh weia. My hammer burns with holy fire. Holy fire is my middle name. Ihr wisst, was das heißt. Lady Leadrin gegen Lady Leadrin. Das heißt Paladin gegen Paladin. Ich erwarte, dass ein 7-1 Paladin sehr starkes Deck hat. Sehr starkes Deck. Sehr starkes. Hello, Challenger. Hello, Challenger. Oh Gott, das glaube ich geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus, Leute. Reporting for duty. Mal sehen, wer die bessere Elementar-Synergy hat, oder? Am besten wäre gewesen, wenn er den 1-1er gebufft hätte, aber naja. The sun has set for me.
Okay. Melt away. Job's done. Ah, das ist ein Tempo-Paladin, ne? Wie war's? Wir haben ein schlechtes Early-Game. Gadgets and Gazette always gets the scoop. Ich weiß, dass ich ihn buffe, aber ich muss es trotzdem machen. Der kann mich auf 8 Leben runterbringen. Holy shit! Hello, Challenger. Wie heftig werden wir denn hier rasiert, ey? Oh, was? Jetzt kann ich den nicht clearen. Jetzt kann ich den nicht mal mit Bauen mehr clearen. Das ist natürlich bitter. Okay, also ich habe nur eine Überlebenschance, wenn das nicht Noble Sacrifice ist. Wenn das Noble Sacrifice ist, habe ich verloren. Nee, Schmarrn, ich hab so oder so verloren. Weil wenn ich Baum mehr mache, kann ich den ja wegtraden, aber hab dann trotzdem verloren. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt überlebe, ist Elfenarcher auf den und Avenging Wrath trifft alle Minions. Bis auf. Also trifft nur maximal einmal ihn hier. Okay, gucken wir. Triggern jetzt erstmal. Redemption. Komm schon, komm schon, komm. Ich hätte natürlich nicht gewinnen können, das ist klar. Aber es war unlucky, denn mein Averaging Wrath hätte das Board gecleared. Und dann hätten wir einfach noch einen Lightlord discovered und hätten das Ding noch gedreht. Aber das Eye von Eye war von ihm sensationell gepickt. Sensationell gepickt. Muss man ihm lassen. Es war clever, Eye von Eye zu nehmen. Harter Tobak, ey. Wow. Liadrin versus Jaina. You asked for it. My hammer burns with holy fire. Denk dran, mein letzter 72er Tierscore Paladin hatte 7 Wins. Ist es mal wieder der 7 Wins Fluch? Ist es mein 7 Wins Fluch, Leute? Hallo Hope, grüß dich. Ah, das könnte passieren. Das könnte passieren.
Das hat sich eigentlich als ganz gut bewahrheitet, Gastropod und Protector zu spielen. Außer es kommt Breath of Syndragosa. Das wäre ein bisschen uncool. Das ist zum Beispiel total cool. Weil damit kann ich genau diesen Trap. Das ist wie wenn ich die 3-Mana-Karte mit dem Immune spiele, Death Speaker. Nur halt in Turn 2 schon. Und jetzt muss er pingen! Und er muss nächste Runde wieder pingen! Und das bringt uns sehr weit nach vorne. Und dann kommt noch Chain Gang und dann sieht es erstmal ganz gut aus. Perfekt. Perfekt. Oh, schaut euch mal an, wie weit wir vorne sind. Jetzt müsste schon Volcanic Potion into Arcane Explosion kommen. This is my response. Let's go. Wer ist jetzt hier ein Tempo Paladin? Die Gastropod war super gespielt. Nehmen wir mal Blessing mit. Körper verdienen, ja. Ja. Deswegen haben wir Blessing of Kings genommen. Wobei natürlich Baum mehr viel besser ist, weil mein Minion überlebt dann. Schaffen wir es, den 7 Wins Fluch zu brechen? Out of my jungle. Ah, dein Dschungel interessiert mich nicht. Komm schon, das ist doch lethal. See. Well played. Ivory Knight, Blessing of Kings, Blessing of Kings aus Ivory Knight mit Blessing of Kings gebufft, tötet. Schön. Schön. Jetzt Game Crash, dann spiele ich hier weiter. Mir doch egal. Ah, 7 Wins, Fluch weg. Schön. Und Paladin hatten wir noch gar nicht in dem Run, oder? Oh, das ist unser erster Priest. Erster Priest, auf den wir treffen. Ein Priest mit 8 Wins, das heißt, der ist sehr insane. 2 Gastropods. Job's done. Side effects? No. Trust me. Reporting for duty. Thank you.
Ja, das sieht nicht nach einem sehr guten Start für uns aus. Ach du Scheiße. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich denke, das war's jetzt. Oh, ich hatte Angst vor einer Potion of Madness. Jetzt kommt Holy Nova. Ah! Dragon Priest. Deswegen 8 Wins. Ach so. Ja gut. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Schöne 8 Wins waren's. Viel Spaß gemacht. Brothers, heed my call. I've got balls of steel. Denarus, mein Lieber. Auf den nächsten Mal, vielen Dank für deinen 5. Folge. Na, das geht wenigstens jetzt in die Concentration, wenn er nicht heilt. Aber das bringt mir, glaube ich, nichts. What the hell is going on? Okay, Leute, der Typ ist absolut insane. Seht ihr die Synergies? Oh, holy crap, man. Speak your peace. Reporting for duty. Burn. Der Typ hat mal eine insane Curve, oder? Mistress into River into Zubat into Dragonet Operative mit Coin, um dann in Twilight Drake mit Heal auf dem Dragonet Operative zu spielen. Das ist vollkommen verrückt. First kill. Just act natural. Das ist vollkommen verrückt. Krass. Astrabakos, nicht schlecht, Dude. Nicht schlecht. Wir können höchstens noch eine Chance haben, wenn er übervorsichtig ist. Oh, Holy Fire. Komm, da hat er jetzt bestimmt noch einen Holy Fire, oder? Achso, nein, aber Lich King. Hallo, Ibims, der Astrabakos. Ich spiele einen Dragon Priest in der Arena mit Lich King. Ach so! Warum sagst du nicht gleich? Should I? Wenn er jetzt keinen Shadow World Death hat, gibt es eine Welt, wo wir uns davon erholen können. Aber er hat 8 Wins. Natürlich hat er Shadow World. Oh, er hat kein Shadow World. Nee, aber der Dragonfire Pokémon. Ach, stimmt! Ganz vergessen, er spielt der Dragon Priest. Hi, ich bin Dragon Priest und habe auch noch Dragonfire Potions gedraftet. Friend, I can see.
Sorry, aber wenn du mit Divine Shield und Bone Mare zusammen nichts reißen kannst, dann war der Gegner einfach zu viel. So viel stärker, Alter. Wow. Wow. Na, 8 Wins ist doch mal ganz fein, oder? Das ist doch mal was. So, 205 Gold. Passt.